Hallo, mein Name ist Christina Kutschka und ich bin Ernährungsberaterin in Bochum. Es ist Weltstillwoche und in dieser Woche dreht sich alles um die bestmögliche Ernährung der Babys. Und dass das die Muttermilch ist, ich glaube, daran sind wir uns alle einig. Auch ich möchte euch sehr ans Herz legen, eure Babys in den ersten 4 bis 6 Lebensmonaten voll zu stillen. Diese Zeit ist für euch sehr anstrengend, sehr intensiv, voller Belastung, psychischer und auch körperlicher Natur. Und ich möchte mit diesem Video ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es sehr wichtig ist, dass auch ihr auf eure Ernährung achtet und euch über eure Ernährung Kraft zuführt, euer Wohlbefinden steigert für diese intensiven Wochen während des Stillens eurer Babys. Ich möchte zunächst starten mit der Frage eures Körpergewichts. Ihr möchtet gerne schnell eure zusätzlichen Funde, die in der Schwangerschaft einfach draufgekommen sind, auch wieder loswerden. Hier möchte ich euch ein bisschen bremsen und auf jeden Fall euch darauf hinweisen, dass es nicht ratsam ist, in der Stillzeit schnell diese Funde wieder loszuwerden. Wenn ihr sehr schnell jetzt eure Fettdepots, die in der Schwangerschaft entstanden sind, abbaut, dann können dabei Schadstoffe entstehen, die einfach für eure Babys nicht gut sind. Deswegen bitte habt Geduld und die Funde, die purzeln sowieso. Grundsätzlich habt ihr in den Wochen, in denen ihr voll stillt, einen täglichen Kalorienmehrbedarf, einen täglichen Energiemehrbedarf mit ungefähr 500 Kilokalorien. Ihr solltet also über eure Nahrung jeden Tag ungefähr 500 Kilokalorien mehr zuführen, als ihr üblicherweise braucht. Das ist ein Richtwert und vermutlich liegt dieser Wert sogar etwas höher. Aber auch hier holt sich dann schon der Organismus diesen Mehrbedarf über das Angreifen von diesen gerade angesprochenen Fettdepots, die in der Schwangerschaft entstanden sind, sodass sich das da selbst reguliert und ausgleicht. Außerdem habt ihr einen gewissen Mehrbedarf bei verschiedenen Nährstoffen. Ihr solltet achten auf die Zufuhr von Vitamin A und Vitamin C, auf die ordentliche, ausreichende Zufuhr von Folsäure, Jod, Eisen, Magnesium und ganz besonders wichtig der Docosahexaensäure, der DHA. Auch hier hattet ihr in der Schwangerschaft schon Mehrbedarf. Bei den anderen Nährstoffen musstet ihr auch in der Schwangerschaft schon mehr zuführen. Teilweise liegt der Bedarf jetzt in der Stillzeit sogar noch höher. Und ich empfehle euch einfach darauf zu achten, dass ihr hier auch eure Nährstoffversorgung aufrechterhaltet, damit ihr nicht in einen Mangel kommt. Ein Mangel in der Nährstoffversorgung wirkt sich jetzt erstmal nicht negativ auf die Entwicklung eures Babys aus, aber es ist so, dass der Körper alles dafür tut, eure Muttermilch, die Muttermilch für euer Baby in der Nährstoffzusammensetzung so aufrechtzuerhalten, wie es eben optimal für euer Baby ist. Und das bedeutet, wenn ihr die Nährstoffe nicht über die Nahrung zuführt, holt euer Organismus sich die Nährstoffe aus den Körperreserven. Und das bedeutet für euch, dass ihr in einen Mangel rutscht. Und das kann eben wieder dann dazu führen, dass ihr müde seid und erschöpft und konzentrationslos und euer Wohlbefinden einfach nicht da ist, wo es sein könnte. Ich weiß durch Gespräche mit Stillenden im Stilltreff, dass ihr euch gerade selber ja nicht so im Fokus habt. Das heißt, ihr habt auch gar nicht so viel Zeit zum Kochen und zum Einkaufen. Ganz selbstverständlich bleibt diese Zeit da jetzt gerade nicht für solche Dinge. Aber ihr solltet eure Ernährung einfach im Blick haben. Achtet darauf, gut und ausreichend über den Tag verteilt zu essen. Eure Basiskostform sollte ausgewogen, vielfältig, nährstoffreich und einfach gesund und gerne auch pflanzenbetont sein. Und ich möchte ganz klar euch darum bitten, euch Hilfe zu holen und um Hilfe zu bitten. Und zwar in der Familie und bei Freunden und bei eurem Partner. Jeder kann euch unterstützen und für euch kochen und für euch einkaufen, euch Essen vorbeibringen, gesundes Essen vorbeibringen, so dass ihr gar nicht mehr Zeit für euch selber
da irgendwo abknapsen musst, weil ich weiß, dass ihr am liebsten gerade die Zeit, die ihr habt, weil das Baby gerade schläft, selber schlafen möchtet und euch ausruhen möchtet, was ich absolut nachvollziehen kann. Deswegen lasst andere, die jetzt gerade nicht in der Situation sind, für euch arbeiten und euch mit leckerem Essen versorgen. Bittet euren Partner zum Beispiel morgens Fingerfood vorzubereiten, lasst ihn Obst und Gemüse schnibbeln, was ihr euch hinstellen könnt, wo ihr immer rangehen könnt, wenn ihr daran vorbeilauft. Kocht euch morgens schon eine große Thermoskanne Tee, so dass ihr über den Tag verteilt auch das Trinken schon immer da stehen habt. Bitte zu jeder Stillmahlzeit auch was trinken in ausreichender Menge, so dass ihr gut durch den Tag kommt. Ja, dann würde ich gerne noch ein bisschen erzählen über Mythen, die man eigentlich echt gerne mal langsam aus dem Weg räumen kann. Und zwar zum Beispiel Kaffee. Also trinkt Kaffee, genießt eure Tasse Kaffee. Ihr könnt 2 bis 3 kleine Tassen Kaffee am Tag trinken. Nur sehr empfindliche und hochsensible Babys sollten auf das Koffein dann reagieren. Die meisten Babys, da werdet ihr ja gar nicht merken, dass sie irgendwie unruhig werden, weil ihr Kaffee getrunken habt. Also ich glaube, eine Tasse Kaffee kann auch durchaus mal ganz gut tun gerade. Dann dürft ihr durchaus essen, was euch schmeckt, was ihr möchtet. Immer so ein bisschen im Fokus sind natürlich die säurehaltigen Lebensmittel und die Lebensmittel, die zu Blähungen, zu aufgeblähten Bauch eben führen kann, Blähgemüse. Aber auch das solltet ihr erstmal essen und euer Baby beobachten. Und wenn es zum Beispiel im Windelbereich zu bunten Stellen kommt oder die Babys jetzt auch Bauchschmerzen bekommen und Blähungen mehr werden, dann solltet ihr das Lebensmittel, was ihr in den 2 bis 3 vorangegangenen Tagen dann gegessen habt und in Verdacht habt, vielleicht reduzieren oder erstmal weglassen. Absolutes No-Go in der Stillzeit sind weiterhin natürlich Nikotin, auch Passivrauchen bitte vermeiden und Alkohol. Wissenschaftlich ist es überhaupt nicht bewiesen, dass wenn ihr jetzt auf bestimmte Lebensmittelgruppen verzichtet, dass ihr dadurch Allergien, die sich im Laufe des Lebens bei euren Kindern auf bestimmte Lebensmitteln entwickeln können, verhindern könnt. Hier spreche ich vor allem zum Beispiel Milch und Fisch an. Also bitte nicht aus Vorsicht, aus Prävention verzichten. Da gibt es keine wissenschaftlichen Belege für. Es wäre eher bedenklich, wenn ihr aufgrund dieses Verzichts bestimmter Lebensmittelgruppen in eine Nährstoffmangelversorgung rutscht und dadurch für euch selber euer Nährstoffbedarf einfach nicht gedeckt ist und dann auch natürlich irgendwann der Nährstoffbedarf eures Babys auch nicht mehr. Ich hoffe, ich konnte so ein paar Informationen euch jetzt auf den Weg geben und ein Bewusstsein schaffen dafür, wie wichtig eure Ernährung auch in der Stillzeit ist. Lasst euch helfen. Lasst euch bekochen, bittet Freunde einzukaufen, genießt diese kleinen Auszeiten ganz bewusst im Wissen, ich tue mir was Gutes, ich tue mir gerade was Gutes für mein Wohlbefinden, ich baue Kraft auf, holt euch die Kraft aus dieser wunderbaren Lebensmittelvielfalt, die uns zur Verfügung steht und kommt gesund und glücklich und zufrieden durch diese intensiven Wochen der Stillzeit. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir und wichtige Informationen bezüglich Stilltreff, bezüglich nächster Informationsabende zum Thema zum Beispiel Ernährung auch in der Schwangerschaft setze ich alle unten mit in die Kommentare rein. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Herzlichen Dank.